Hallo Le, heute zeige ich euch Folgendes. Wie reinigt man die Aktivkohlefilter bei einer Abzugesse oder Dampfabzug? Und was ist jetzt ein Aktivkohle-Dings? Das sind die schwarzen Filter, die da drinnen sind. Und zwar, wenn man uns das mal anguckt, das ist ja jetzt diese Bosch 60 Dingsbums. Wenn man da unten aufmacht, dann sehen wir hier drinnen, ja, hat sie so Filterle. Das ist dieses Metallfilter. Und das Metallfilter, da, das ist einfach so ein Edelstahlfilter. Aber hier hinter, also da geht einfach die Luft durch und bleibt, wenn es richtig sacknass ist, bleibt das Wasser zum Beispiel hängen. Ja? Und hier ist ja so ein Aktivkohlefilterle, heißt es. Das ist so eine große, fette Matte. Und da ist nichts anderes drin als, sagen wir mal, gebundenes Graphit. Und wenn man hier was macht und hier kommt Dampffett mit raus, also wenn ich jetzt eine Pfanne aufschmeiße und die Pfanne hat ganz viel Fett, Pfanne, fette Würstle, kommt Fett, spritzt das Fett raus und das Fett wird mit dem Dampf mit raustragen, dann bleibt es hier an den Kohlepartikeln hängen. Also innen drinnen sind solche kleine Kohleringe und diese Kohleringe, da pappt dieses Fett, diese Lipide heißen die, die beppen dann an diesem Dings drauf und jetzt denkt man, ach, guck mal, das ist ja so ein Riesenpaket, wie mache ich denn das sauber? So, wir machen jetzt erstmal alle Filter raus und dann, und ich zeige euch nur schnell mal. Die Filter, was ich euch da zeigen wollte, die sind ja so fett, ja, so. Und die sind dicht bepackt mit so einer dünnen Zeugs drin. Und das zeige ich euch mal, die sind trotzdem so. Wenn ich hier so Papier nehme, die Rechnung beim Aldi, kommt nicht viel Luft durch. Das allein macht es nicht aus. Da kommt ein bisschen Luft durch. Und das, warum zeige ich das überhaupt? Das zeige ich deswegen, weil wenn man jetzt die Dings, wenn die zu sind, die sind nicht wirklich zu, aber wenn sie zu sind, dann bildet sich hier hinten überall, bleibt der Wasserdampf hängen. Also da sieht man dann die ganze Wassertropfen, wenn hier ein Deckel drauf ist und der Wasserdampf kommt hier lang, dann hat die einfach keinen Zug mehr. Deswegen. So, und die reinigt man jetzt mit 70 Grad, die nächste Schaltzettel gemacht. Da hängt ja das Fett mit dran und dieses Fett, das ist zwar Fett, kriegt man normalerweise ja nur mit Spülmittel weg, aber das funktioniert mit 70 Grad. 70 Grad kommt jetzt in meine Spülmaschine. Machen wir Spülmaschinen auf, da kommen die Dinger rein. Da schmeiße ich die jetzt mit dazu mit rein. Am besten unten, wo dieser Kreis gleich drunter ist, dass er richtig fett aufspritzt. Ja. Das war's, dann mache ich das jetzt nicht weg, sodass es der Wasserdruck direkt rein kann. 70 Grad, das kann man noch oben mit drauf. Dann haben wir da ja zwei so Filterle. Unten drunter ist auch ein Filter. Hier ist auch so ein Filter, das ist bei alle gleich. Den machen wir natürlich auch auf. Und da finden wir auch, schwuppdiwupp, nochmal so ein Teil. So, jetzt das. Und auch das bei 70 Grad ohne Spülmittel kommt das rein. Sonst haben wir nichts mehr. Das war nur der daheim und da geht die Luft durch. Und wie gesagt, der saugt dann halt nicht mehr ein. So. Machen wir das zu. Ist ja jetzt sonst nichts mehr drauf. Ist alles Dreck. Okay. Und das natürlich, wenn kein Fett drin ist. Ich lasse jetzt trotzdem laufen, obwohl ich meine Maschine an der dafür verwenden soll. So. Und da unten ist ja dieser Dreher, der da. Und das sollte natürlich ziemlich nahe an dem Drehdinger sein. Das heißt, Waschmaschine eigentlich leer normalerweise lasse. Dann macht man hier diesen Hebel auf und so rum. Jetzt, wenn man jetzt das macht, dann ist ja ziemlich nah an diesem Zeugs. Dann machen wir das niedrige direkt runter, dass da den heißen Wasserstrahl aufhaut. Ja, auch. Das hier auch. Die da schmeiße ich oben rein. Kann ich auch noch mal
jetzt ist wichtig, eigentlich sollte man sie normalerweise so nicht machen, aber jetzt ist wichtig, man schaltet die jetzt ein und schaltet hier auf diese 70 Grad. Und dann haben wir alle 4 Monate, sollen wir es machen, 70 Grad ohne Reiniger, also kein Tablettenreiniger. Und dann nachher lassen wir es im Ofen trocknen bei 70 Grad. Das heißt hier 70 Grad, Start. Und eigentlich keine fettige Sache drin habe. Aber die fettige Sache geht die meisten natürlich jetzt auch raus. Aber kein Fett, sondern nur, wenn das Zeugs was oder so abläuft. Und wenn wir das haben, dann tun wir nachher das Ganze in der Backofen rein und schaltet da auf 70 Grad und 2 Stunden trocknen lassen. Einfach trocknen lassen, richtig. Jetzt gucken wir uns das mal kurz an. 70 Grad. Und so reinigt sich jetzt das Zeug ziemlich aus. Das ist ja heiß. Eine Stunde. So, die 2 Stunden sind rum. Jetzt nehmen wir dieses Kissen da mal. Das ja jetzt voll ist mit Wasser. Sieht, wie es da raustropft. Die hier nehmen wir auch gleich raus. Ich muss ja zugeben, die riechen irgendwie so wie, naja, das muss irgendwann in der Kohle liegen und dem Zeugs, was da rausging, wo es gar nicht riechen durfte. Dann nehmen wir es dann rein. Und platziere sie im Ofen. Auf dem Gitter. Dann schalten wir unseren Ofen ein. Schalten nochmal, dann machen wir, wir machen sogar mit Luft, 4D Heißluft, dass das Ding durchgeht. Wir schalten hier auf 75 Grad. Auf 70 Grad und auf die Dauer von 2 Stunden. Und 4D Heißluft habe ich auch noch, ohne Dampf bitte. Warten wir 2 Stunden, dann müsste das Ding trocken sein. Unter 70 Grad, bei 70 Grad löst sich diese Partikel von, diese Fettpartikel, Lösemittelpartikel vom Kohlenstoff und trotzdem geht das Plastik nicht kaputt. Hier drinnen, die müsste jetzt auch getrocknet sein, so. Dann läuft das Wasser schon raus. Ach so. Das müssen wir jetzt trocken machen. 2 Stunden haben es trocknet. Oh mein Gott, das ist auch ein bisschen nass. Ja, das soll ja das Wasser auslaufen. Das muss man nicht trocknen, ja. Das ist nicht so. Ja, aber es ist ja drinnen, geht 2 Stunden. Okay. Fühlt sich aber immer noch feucht. Das ist auch noch feucht. Naja, dann ist es trotzdem neu. Mal gucken. Oder? Tropft es noch raus? Oder hat es noch nicht mal das Wasser gekocht, oder? Die riechen da so. Bei 70 Grad. Ja, vorher schon gekocht. Ja. Also die sind jetzt auf jeden Fall sehr nass. Aber mehr darfst du ja nicht. 70 Grad ist alles. Das riecht nach Sauerkraut. Ist aber nicht so. Also das geht hier, glaube ich. Ja, dann tun wir es neu. Oder stell ich mal sagen. Ja, wir tun es halt neu. Wiederum kehrt es neu. So rum neu.
Deckel auf. Und das kommt ja ganz unten rein. Ganz neu. Das ist wieder so was, glaube ich. Nein, so glaube ich. Wenn das wisst. So was, glaube ich. Gut, drin ist. Nächstes Deckele. Unter oder oben, was meinst du? Gut, noch eins. Also, dann gucken wir mal. Und das noch rein. Das ist da. Mal gucken, wie dicht sie jetzt ist, wenn die so feucht sind. Aber jetzt 2 Stunden laufen lassen. Gut. Ich schau dir mal, guck, ob es irgendwas wegsaugt. Gut, dann schlafen.